Tag zusammen, hier ist wieder Ben und kennst du schon den Trick des verrückten Clowns, des Königs im Affenland oder den Trick des Typen mit dem dicken Hammer? Wenn nicht, dann stell deine Heimerdinger-Türme auf und hör gut zu. Am Ende verrate ich euch wie immer, wie ihr auch selber einen Skin gewinnen könnt. Doch kommen wir zum ersten Trick. The Dark Knight hat unter dem letzten Video kommentiert, ein Shaco-Trick wäre richtig nice. Und ich hoffe auch, dass der Mystery-Skin für dich richtig awesome wird. Glückwunsch dafür! Heute will ich mir einmal seinen Ultimate Halluzination angucken, und zwar in Kombination mit dem Item Dustblade of Draktar. Mit dem Ultimate spawnt ihr ja einen Klon von euch, der ebenfalls Schaden verursachen kann, und da kommt es zu einer ziemlich interessanten Interaktion mit diesem Gegenstand. Denn er kann ebenfalls von seinem Klon auch ausgelöst werden, das heißt, ihr habt einen doppelten Set-Effekt sozusagen. Das seht ihr jetzt hier an dem Beispiel: zuerst greift der eine Shaco an und dann der andere, und ihr seht, dass ihr zweimal diesen Effekt bekommt. Dadurch habt ihr natürlich jede Menge Schaden auf Shaco, die ihr noch extra austeilen könnt und könnt so noch leichter einen Champion killen. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Item auf ihn und solltet ihr mal ausprobieren, um so natürlich noch richtig schöne Kills abzustauben auf Summoner's Rift. Danke auch nochmal an MoneyZockLP, der sich hier als Kanonenfutter zur Verfügung gestellt hat. Der nächste Vorschlag kommt von Irian. Er hat geschrieben: Hi Ben, könntest du bitte Tipps und Tricks zu Wukong zeigen? Würde mich freuen, Grinsesmiley. Na klar, zeige ich dir hier einen Trick und ich hoffe natürlich auch, dass du dich über deinen Mystery Skin freust. Bitteschön. Hier möchte ich einmal auf sein E eingehen. Mit Nimble Strike springt ihr an einen Gegner heran und erhöht so eure Angriffsgeschwindigkeit und verursacht ebenfalls Schaden an bis zu 3 Zielen. Damit könnt ihr aber auch im Jungle über Mauern springen, indem ihr dort die Monster zum Beispiel anvisiert. Normalerweise braucht ihr ja eigentlich die Vision von der Ward, um diese anklicken zu können, aber ihr könnt dieses auch ein bisschen umgehen, wenn ihr zum Beispiel das Item Tiamat auf ihn baut. Was ihr nebenbei immer bauen solltet auf ihm, weil das hervorragend funktioniert. Mit diesem Item könnt ihr euch an die Wand stellen und die Monster damit beschädigen. Dadurch werden sie gezwungen, euch anzugreifen, wenn sie denn eine Fernkampfattacke haben. Das klappt zum Beispiel bei dem blauen Golem, weil die kleinen Minions euch beschießen, oder aber auch die Raptoren. Dadurch bekommt ihr dann die Vision, die ihr vielleicht nicht durch eine Ward bekommen habt, und könnt so dann euren E auch benutzen, um über die Mauer zu kommen. Kann durchaus nützlich sein, mal für einen Fluchtversuch von euch, wenn ihr einmal schnell abhauen müsst. Ich hoffe, der Trick hat dir geholfen und du kannst deine Gegner so richtig schön an der Nase herumführen. Das letzte Video hat 123 Likes bekommen und damit kann sich der nächste von euch einen 1820 Skin von mir aussuchen. Und den hat heute Azir Main gewonnen. Also erstmal natürlich geiles Video, Lächelsmiley. Habe letztens wieder Jace gespielt und wollte fragen, ob du ein paar sicke Playscreen hast. Mach weiter so. Erstmal Glückwunsch für diesen Skin und jetzt zeige ich dir erstmal gleich ein paar richtig schöne Sachen, die du mit Jace anstellen kannst. Jace kann seine Waffe in einen Nahkampf- und in einen Fernkampfmodus hin und her wechseln. Hier möchte ich einmal beide seine Q-Fähigkeiten in jeweils diesen Formen angucken. Im Fernkampf macht ihr mit eurem Q den Shockblast. Wie eben gerade gesehen, verursacht ihr damit Schaden an Gegnern und kriegt auch so Vision von denen. Im Nahkampf springt ihr dann mit To the Skies an den Gegner heran und verursacht ebenfalls nochmal ein bisschen Bonusschaden. Und wie eben auch bei dem Wukong-Trick könnt ihr dieses hervorragend im Jungle benutzen, um damit über die Mauern zu springen und die Monster damit anzugreifen. Das könnt ihr an allen Camps benutzen im Gegensatz zu Wukong. Und so könnt ihr dann richtig schöne Fluchtwege schaffen im Jungle, um von dem Gegner wegzukommen oder um einfach eine Distanz zu überbrücken. Damit schießt ihr einfach mit dem Shockblast in den Jungle, wechselt in den Nahkampfmodus und benutzt To the Skies, um über die Mauer zu springen. Und so eröffnen sich halt neue Wege im Jungle, die ihr benutzen könnt. Ich finde, das macht jede Menge Laune, über die Mauer zu springen, und das ist eine richtig coole Sache, die ihr mit Jace dann halt performen könnt. Ihr könnt aber noch eine Schippe drauflegen, und zwar mit der Nahkampffähigkeit von eurem E. Mit Thundering Blow könnt ihr Gegner über die Mauer hinweg schleudern und springt danach mit eurem Q To the Skies einfach hinterher. Ich meine, so eine coole Interaktion mit einem Helden hat man auch nicht alle Tage. Das ist Swag pur und solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren auf ihn. Das war die 10. Folge von den Tipps und Tricks für League of Legends. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich wirklich sehr freuen, auch eure Unterstützung empfangen zu können. Die Gewinner schreiben mich bitte einmal über YouTube oder die sozialen Kanäle privat an, damit sie auch ihre Gewinne erhalten können. Und wenn auch ihr einen Skin gewinnen möchtet, dann schreibt euren Vorschlag in die Kommentare. Das kann ein Champion sein, das kann irgendwas anderes sein. Lasst eure Fantasie einfach freien Lauf. Wenn ihr hier irgendeinen Trick zu League of Legends sehen möchtet, dann postet das in die Kommentare. Wenn ich euch dann auswähle in der nächsten Folge, dann bekommt ihr von mir auch einen Mystery Skin oder vielleicht sogar noch was Cooleres. Ihr könnt mir auch bei Facebook und bei Twitter schreiben, da nehme ich auch immer gerne Gewinner von und würde mich auch freuen, wenn ich dort natürlich auch mehr Leute habe, die mir folgen und somit dann auch über die aktuellsten Sachen, die auf meinem Kanal stattfinden, dann Bescheid wissen.
Bei twitch.tv/bntv mache ich auch des Öfteren immer gerne mal Livestreams. Schaut doch auch mal dort vorbei. Dort spielen wir auch League of Legends und ein paar andere schöne Spiele. Würde mich freuen, euch auch dort zu sehen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!